Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und heute werden wir uns um das ganze Thema Wirtschaft und der Markt kümmern. Wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, dass wir unsere Podcast-Serie ein bisschen verändert haben. Wir werden immer am Anfang oder Ende des Monats einen aktuellen Podcast machen zum Thema Börse und Markt. Dann werden wir weiterhin zwei Content-Podcasts haben, wo es um Wissensvermittlung an euch geht. Und wir werden in jedem Monat einen spannenden Gast dabei haben. Und heute starten wir mit dem ersten Podcast zum Thema der Markt aktuell. Was ist draußen eigentlich los? Was bewirkt der Markt? Was bewegt die Börse? Und was sind die Auf und Abs, auf die man achten sollte? Ja, wir werden das heute zum Start sehr allgemein halten. Ich werde euch mal ein paar Ideen, Tipps und Features mitgeben, um was es eigentlich geht an der Börse. Ihr dürft immer nicht vergessen, das Stichwort Börse ist auch viel Psychologie und da greifen gerade ganz, ganz viele Themen rein. Wie ihr vielleicht gesehen habt, wir sind heute am Mittwoch, den 31.03. unterwegs, wo die Aufnahme passiert und der DAX hat gestern das erste Mal die 15.000 Punkte überschritten. Das ist der Wahnsinn. Wir sind an einem absoluten All-Time-High. Und wenn man sich aber in der Gänze mal überlegt, wie es gerade aussieht, dann haben wir letztendlich im Moment Zinsen, die auf Nullpunkt sind und eher Richtung 1-3% minus gehen müssten. Wir drucken Geld wie der Wahnsinn. Wir sind in einer Weltwirtschaftskrise. Ich sage immer so gerne, wir spielen Krieg. Aber keiner geht hin und wir haben keine Panzer, sondern das Ganze läuft über die Corona-Krise und auch über die Lockdowns. Das heißt, die Wirtschaft ist in einer Vollbremsung, aber parallel, und das ist das Verrückte auf der Welt, stehen die Kurse an den Börsen auf All-Time-High. Und wie passt das Ganze zusammen? Hierzu muss man auch noch sagen, dass wir in den letzten Wochen eine gewisse Umschichtung erlebt haben. Und zwar in den letzten 4 Wochen, 6 Wochen sind die Technologiewerte eher ein Stück weit zurückgekommen. Und die gute alte Old Economy hat wieder Fahrt aufgenommen. Die Colgate Palmolives, die Procter & Gambles und wie sie alle heißen, sind in den letzten 2-3 Wochen ziemlich steil nach oben gegangen. Und es hat eine gewisse Umschichtung stattgefunden. Im Vergleich dazu zum Beispiel ein Wert wie Zoom, der ja einen riesen Zulauf hat aufgrund der Digitalisierung, der nicht mehr möglichen Events, aber natürlich auch der nicht mehr möglichen Besprechungen in Unternehmen, ist natürlich Zoom ein unglaublicher Profiteur gewesen. Aber auch diese Aktie ist von über $600 auf gut $300 zurückgekommen und hat sich letztendlich halbiert. Ja, das Ganze ist auch bei dem anderen Wert mit passiert. Auch ein Wert wie zum Beispiel Tesla war schon in der Spitze bei $900. Wenn man sich aber überlegt, dass sogar Elon Musk in einer Mail kurz vor Weihnachten erwähnt hat, dass Tesla viel zu teuer bewertet ist und er hat seine Mitarbeiter und Belegschaft darüber informiert, dass sie doch bitte keine Aktien mehr kaufen sollten, dann kann man sich überlegen, wenn ein Firmenchef zu solchen Schritten greift, was auf der Welt eigentlich gerade los ist. Und das Ergebnis ist natürlich bei Tesla auch hinreichend bekannt. Die Aktie ist dann mal kurz auf $600 wieder runtergegangen. Ja, gucken wir uns mal an, was an der Börse los ist ansonsten und wie der Markt sich gerade bewegt. Wenn wir uns mal Zahlen für den März angucken, dann ist auf jeden Fall die Arbeitslosigkeit ein Stück weit runtergegangen. Das ist mit Sicherheit saisonal bedingt. Richtung Frühjahr haben wir immer eine sogenannte Frühjahrsbelebung und das schiebt natürlich auch die Menschen aus der Arbeitslosigkeit in die Jobs. Wir haben rund 80.000 Arbeitslose weniger als im Vormonat. Wie gesagt, natürlich Kurzarbeit bleibt noch hoch aufgrund der Corona-Krise, aber die Zahlen werden ein bisschen besser. Und wir kommen zu einem Punkt, den man sagen muss, den man sehr schnell und sehr gerne erlebt und der zeigt auch, wie verrückt manchmal die Welt da draußen ist und wie verrückt es auch ist in Teilen an der Börse, wenn man investiert ist, was da für Entscheidungen getroffen werden und was in das ganze Thema reinkommt. Vor einem Jahr haben wir die Corona-Krise erlebt, die ja immer noch voll in Gange ist. Und wenn wir uns jetzt die Zeit mal ansehen, dann ist ein neues Thema passiert. Und zwar, ja, ich nenne es so gerne vom Kreuzfahrtschiff ins Krisenteam. Das heißt, natürlich eine ganz große Branche, was das Thema Reisen und Kreuzfahrten angeht, ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema.
weil natürlich viele Menschen noch gar nicht unterwegs dürfen. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt, der damit reinfällt. Das ist das Thema des Impfens. Und ich habe es so gerne genannt, es ist so ein bisschen ein Impfstau. Es ist Hü und Hott. Heute soll man geimpft werden mit BioNTech, morgen AstraZeneca, dann wieder nicht mehr. Jetzt war es wieder erlaubt, jetzt wieder zurückgerudert. Also keiner weiß so richtig, wie es da weitergeht. Und das ist auch eigentlich der Nährstoff, der für die Börse sehr schlecht ist. Warum? Eine Unsicherheit ist etwas, was Börsianer gar nicht mögen. Und das treibt mir auch so ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn, nämlich die Höchstkurse an den Börsen, aber viele, viele Themen, die einfach noch ungeklärt sind. Wir sehen das Ganze zum Beispiel auch, mal ganz krass erlebt jetzt, ist zum Beispiel der Gedanke in dem Suezkanal. Was ist da passiert? Ein großes Schiff ist havariert und hat sich quergestellt. Der Suezkanal war jetzt eine ganze Zeit geschlossen. Mittlerweile ist er jetzt seit gestern wieder auf. Der Frachter ist freigeschleppt worden. Die Ever Given ist wieder unterwegs. Davor sind aber irgendwie 200 Schiffe, die warten darauf, es weitergeht. Was ist daraus entstanden? Sofort ein Gedanke von, es gibt einen riesen Rückstau auf einer der wichtigsten Handelsrouten auf der Welt. Das wird sich jetzt in den Tagen abarbeiten und es wird eine riesen Herkulesaufgabe jetzt für den Rotterdamer Hafen, weil da eben viele einlaufen wollen. Und die wissen, dass da gerade ein Konvoi von rund 60 Schiffen Kurs auf den Hafen Rotterdam genommen hat. Und da rüstet man sich letztendlich für den Ansturm dieser Riesenfrachter, um das irgendwie abzuwickeln. Was passiert aber hier auch wieder auf der Börsenseite? Es werden große, wichtige Handelsstraßen blockiert. Damit sind Computerteile, Chips und so weiter in Containern, die nicht ankommen. Und dieser ganze Bereich kriegt ein bisschen Gefahr. Ganz spannend war für mich auch die Kritik an Daimler. Daimler hat nämlich eine Dividendenerhöhung beschlossen und das Ganze trotz Kurzarbeitergeld. Und Daimler will heute, ich glaube heute ist es sogar allererst, auf der Hauptversammlung Dividendenerhöhung beschließen und da werden auch wieder einige sauer, weil natürlich der Autobauer auch in 2020 massiv von Kurzarbeitergeld profitiert hat, aber jetzt im Gegenzug Dividenden ausschüttet und die auch noch deutlich erhöht, wobei man bei Dividenden auch immer darauf achten darf, was ist da eigentlich los, wie viel Dividende wird eigentlich ausgeschüttet, welche Rendite erziele ich damit und wie hoch ist eigentlich die Ausschüttungsquote. Eine weitere spannende Schlagzeile, die ich gelesen habe, nachhaltige Geldanlagen und grüne Aktien bringen mehr Gewinn ein. Und die werden bei deutschen Sparern immer beliebter. Ein spannendes Thema, das sich eben auch mit Öko-Aktien an der Börse gutes Geld verdienen lässt. Und da würde ich dir einfach den kurzen Tipp geben, dass du diese Dinge mit auf dem Radar hast und auch diese Branche nicht außen vor liegen lässt, sondern dich in diesem Bereich ein bisschen fortbildest und dir ein paar Gedanken machst. Ja, zum Thema Corona und Impfstoff kann man pauschal festhalten, dass die USA und Deutschland mit Abstand am meisten investieren und das BioNTech-Werk in Marburg weckt so ein bisschen Hoffnung, dass die das Ganze auch ein bisschen rauffahren können. Und voraussichtlich in der zweiten Hälfte April werden dann die Auslieferungen losgehen, sodass wir dann ein ganzes Stückchen weiterkommen, weil einfach deutlich mehr Lieferungen unterwegs sind. Dann gibt es noch einen spannenden 2-Millionen-Dollar-Plan, der den März und den April ein bisschen erfasst hat. Das ist etwas, was ich auch in einem oder anderen Podcast schon mal erwähnt habe. Was ich glaube, wir stehen und das ist auch der Moment, den wir gerade haben. Wir sind auf der einen Seite natürlich an absoluten Höchstkursen unterwegs. Auf der anderen Seite passiert aber auf der Welt gerade sehr, sehr viel, wenn wir an die Themen denken, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, wie 5G, wie künstliche Intelligenz oder zum Beispiel auch der Bereich Infrastruktur. Und das ist auch genau mein Stichwort, weil nämlich Kollege Biden jetzt einen neuen Plan aufgemacht hat. Der möchte weitere 2 Billionen Dollar zur Modernisierung der Infrastruktur in Amerika freimachen. Und die Infrastruktur in Amerika ist in einem relativ maroden Zustand. Und Biden will jetzt ziemlich astronomische Summen in die Hand nehmen, um das Problem einfach mal anzugehen. Und das wird mit Sicherheit nicht einfach, aber natürlich passiert eins. Durch das Gelddrucken ist eine Menge Geld da. Durch die Infrastrukturmodernisierung werden riesengroße Aufträge vergeben. Damit landet viel Geld in den Firmen. Die Firmen stellen Menschen ein oder zahlen gute Steuern. Und das Geld kommt auf dem hinteren Weg auch wieder zurück. Und es wird natürlich parallel auch gleich die
Wirtschaft mit angekurbelt. Spannendes Thema war für mich auch noch Großbritannien und ich habe eine Schlagzeile gelesen, die da hieß, lasst uns doch einfach nicht mehr über den Brexit reden. Und das ist natürlich nach dem endgültigen Brexit jetzt der große Knall, der ist mal ausgeblieben. Aber der Schaden für die britische Wirtschaft ist wahrscheinlich sehr, sehr groß. Er ist auch noch nicht wirklich absehbar. Und auf der Insel spricht im Moment keiner drüber, aber ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht und welche Entscheidungen da noch laufen und wie die Reise des Brexits dann vonstatten geht. Ja, gucken wir uns den allgemeinen Markt an, was die Aktien, die Wertpapiere und Devisen machen. Wir befinden uns heute, wie gesagt, Ende März am 31.03. und der DAX steht aktuell bei knapp auf dem Strich 15.000 Punkten, also ein All-Time-High. Und auch wenn wir uns die Weltmärkte anschauen, dann ist der MDAX mittlerweile bei 32.000, der Eurostoxx ist bei 3.900, der Dow Jones ist bei starken 33.000 und auch das Gold liegt bei 1.688. Und ich bin sehr gespannt, es gibt ja diesen schönen Spruch auch, sell in May and go away. Und jetzt haben wir den April noch vor uns, dann kommt der berühmte und spannende Mai. Und ich bin sehr gespannt, wie der Markt weitergeht. Mein ganz persönliches Gefühl ist, ich habe in den letzten Wochen mehr auf die Old Economy gesetzt, weil die Technologiewerte einfach extremst gelaufen waren. Da gab es eine gewisse Umschichtung auch von etlichen Menschen. Ich würde pauschal auch die Aussage treffen, ich würde eher die sichere Seite nutzen im Moment vom Investment. Wir sind einfach an ganz hohen Kursen, inklusive einer maroden Weltwirtschaft. Und in der Kombi passt das eigentlich nicht zusammen. Und es gibt den oder anderen Analysten, der der Meinung ist, sollte das mal publik werden, was eigentlich jeder weiß, dann kann es durchaus sein, dass wir vielleicht auch mal 20-30% zurückkommen mit den Märkten. Und deswegen ist meine persönliche Idee in meinen Depots aktuell, dass ich in etwa irgendwo 25-35% Cash fahre, weil wir halt extremst hohe Märkte haben. Die zweite Seite der Medaille ist aber auch, und das ist Krise gleich Chance, und das ist das, was ich eben auch schon mal kurz erwähnt habe, die zweite Seite ist die Chancen, die Corona macht. Die Gelder, die jetzt gerade fließen, ob das Infrastruktur ist, ob das erneuerbare Energie ist, ob das damit auch Photovoltaik ist, das Thema Elektromobilität oder auch Roboter, künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mein persönliches Empfinden ist, dass wir so ein bisschen zurückgesprungen sind in die 90er, 95er Jahre, wo es dann das Thema Internet gab und ein Riesenboom entstanden ist. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieser Boom jetzt von vorne losgeht. Wir haben jetzt eine fette Krise gehabt, die haben wir auch immer noch. Aber es sind ganz viele Dinge angeschoben, die die Welt jetzt vielleicht ja ein Stück weit besser macht, die wirtschaftlich interessante Möglichkeiten hat und wo sehr, sehr viel Geld in Technologien fließen wird, was letztendlich dann uns auch gutes Geld verdienen geben wird. Vielleicht auch noch ein ganz spannender Punkt, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Die Branche der Lebensversicherung will mal wieder den Garantiezins senken, der eigentlich schon gar nicht mehr da ist, aber er soll noch kleiner werden. Und die Bundesregierung plant, den Garantiezins noch weiter jetzt zu reduzieren. Und damit wird die Riester-Rente zum Beispiel auch die Lebensversicherung noch unattraktiver. Vielleicht könnte sie bald sogar ganz verschwinden. Auch das ist natürlich spannend, weil der Markt natürlich auch viel Geld in die Versicherung schiebt. Und wenn die Versicherungsprodukte eben ja keine Option mehr sind, dann fließt einfach noch viel, viel mehr Geld in das Thema der Aktien. Und das bringt mich zu einem Punkt, warum ich glaube, warum die Aktien im Moment so steigen, warum sie auch weiter steigen. Der eine Grund ist, wir haben Zinsen, die im Keller sind und es wird extremst viel Geld gedruckt. Das heißt, dieses neue Geld darf und muss irgendwo angelegt werden. Und wenn wir mittlerweile Negativzinsen auf Konten haben oder auch teilweise in Staatsanleihen negative Zinsen haben, dann bleibt halt keine wirkliche Option über, außer eben das Geld in Aktien zu investieren. Parallel drucken wir viel neues Geld, was auch noch investiert werden muss. Und in der Kombination steigt der Aktienmarkt immer weiter. Ja, was ist der Ausblick für mich für den April? Letztendlich zwei, drei interessante Schlagzeilen noch, die ich gelesen habe. Zum einen investiert Intel in eine neue US-Chipfabrik. Da geht es dann weiter um den Kampf um Marktpositionen. Große Mitbewerber sind AMD und Nvidia. Intel sicherlich immer ein spannender Wert.
Tesla legt los mit Bitcoin. Zum einen hat Elon Musk in Bitcoin investiert. Auf der zweiten Seite haben sie auch die Kryptos als Zahlungsmittel eingeführt. Auch das ist durchgehend spannend. Und im Bereich der Elektromobilität ist es im Moment so, dass die gebrauchten Elektroautos eher günstiger werden gerade. Und auch das ist schon ein ganz, ganz spannender Moment. So, das soll der heutige Markt- und Börsenausblick gewesen sein mit einem kleinen Rückblick des letzten Monats und einem Blick, was aktuell los ist. Was erwarte ich eigentlich für den April? Ich glaube, wir werden weiter hohe Kurse sehen. Ich glaube nicht, dass wir schlagartig einen Einbruch sehen. Nichtsdestotrotz gebe ich so ein bisschen die Empfehlung aus meiner Idee, auch für meine Depots, dass ich eher defensiv unterwegs bin und auch bei den Optionen eher ein Stück weiter weggehe, sodass ich hier ganz entspannt unterwegs sein kann. Ja, ich hoffe, dass dir mein Podcast heute gefallen hat. Der erste Marktüberblick, so wie er gelaufen ist. Wir werden auch noch ein, zwei Ideen mehr aufnehmen in den nächsten Monaten dazu. Und dann hoffe ich, dass du da immer einen coolen Ausblick hast. Was ist jetzt auch ein Stück weit an der Börse zu tun? Wie schätzt Ulrich Müller das Ganze ein? Und wo stehen eigentlich die Märkte? Und wo kann die Reise in den nächsten Wochen eigentlich hingehen? Ich kann dir vielleicht als Abschied und Fazit noch sagen, dass meine persönlichen Indikatoren alle ziemlich weit oben stehen. Das heißt für mich, achte ein bisschen auf das Geld, geh nicht zu viel Risiko ein, weil mittlerweile auch schon der Letzte von der Börse spricht. Und das ist immer so ein bisschen so ein Zeichen, dass vielleicht auch mal die Profis wieder ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und die Kurse vielleicht ein Stück weit zurückkommen. Und wie du ja weißt, liegt im Einkauf der Gewinn. Deswegen achte unbedingt auf deine Risiken. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für deine Zeit, wünsche dir eine tolle Zeit und vor allem Gesundheit und freue mich, wenn du bei meinem nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Bis ganz bald, gute Gesundheit und ciao.